Hast du jemals etwas vom Bach Besor gehört? Wenn du da noch nicht warst, dann solltest du sehr dankbar sein. Aber wenn du jemanden kennst, der sich gerade da befindet, dann bete für ihn. Du kannst diese Geschichte vom Bach Besor nachlesen in 1. Samuel Kapitel 30. Nimm dir Zeit für diese Geschichte, weil ich glaube, dass Gott dir da ganz neu Informationen über deinen derzeitigen Lebensabschnitt geben möchte. Es ist der Bericht von einer der schwierigsten Zeiten in Davids Leben. Er hatte seinen ersten Wohnsitz gemacht in der Stadt Ziklag und er hatte sich mit seinen Kämpfern und allen Familien dort niedergelassen. Und dann kam dieser eine schwere, schwarze Tag in Davids Leben. Er war mit den Kämpfern von einem langen Einsatz zurückgekommen. Sie waren schon müde und abgeschlagen, als sie in der Nähe von Ziklag Rauch über der Stadt wahrnehmen. Und es war tatsächlich so, ein anderer Feind war ihm in den Rücken gefallen und hatte die Stadt niedergebrannt und hatte Frauen und Kinder verschleppt. Die Wut der Männer steigert sich, indem sie David steinigen wollen. Was tut David? Er wendet sich an Gott. Er fragt Gott, was soll ich tun? Und Gott gibt ihm eine Strategie, eine Verheißung. Ja, jage dem Feind nach. Ja, du wirst gewiss deine Frauen und Kinder zurückholen. Und David gibt einen neuen Marschbefehl. Die Männer jagen diesem Feind hinterher. Als sie am Bach Besor ankommen, sind 200 der Kämpfer so müde, dass sie einfach dort liegen bleiben. Kannst du dir vorstellen, dass man so müde ist, dass man noch nicht mal für seine eigenen Bedürfnisse, für die Frauen und Kinder in dieser Geschichte zum Kampf bereit ist, dass man einfach liegen bleibt? Mir ging es vor kurzem auch so. Von einem auf den anderen Tag wurde ich durch eine Viruserkrankung so herausgenommen aus meinem Alltag, dass nichts mehr ging. Gar nichts mehr. Ich blieb einfach liegen. Was tut man in diesen Zeiten? Was ist, wenn du gekämpft hast, Siege eingefahren hast für Gott und dann kommt dieser Tag, wo nichts mehr geht, wo du nicht mehr weiter kannst, wo du liegen bleibst? Ich habe es so empfunden, dass Gott mir in dieser Zeit sowohl im Körperlichen gedient hat, wie auch der Heilige Geist mir an meinem inneren Menschen gedient hat. Denn wo immer wir krank sind, sind wir auch am inneren Menschen sehr betroffen, sehr niedergeschlagen. In dieser Zeit hat mir Gott durch ein besonderes Wort aufgeholfen an meinem inneren Menschen. Wann immer in der Bibel die Rede von Wasser ist, ob an einem Bach, einem Fluss, an einem Brunnen, so ist es auch immer ein Bild dafür, dass der Heilige Geist uns dienen möchte. Vielleicht denkst du da an das neutestamentliche Geschehen, wo Jesus der Frau am Brunnen lebendiges Wasser anbietet. Wenn du in dieser Zeit bist, dass du wirklich das Gefühl hast, an so einem Bach Besor zu sein, dann bitte den Heiligen Geist, dass er dir dient, dass er dir ein besonderes Wort zukommen lässt, was dich an deinem inneren Menschen mit Kraft stärken will. Für mich war es ein Text aus dem Neuen Testament, wo die Rede davon ist, dass er uns mit Kraft am inwendigen Menschen ausrüsten möchte, ganz neu, ganz frisch. Das möchte ich dir heute mit auf den Weg geben. Da heißt es, dass wir mit Kraft gestärkt werden durch seinen Geist an unserem inneren Menschen, dass wir erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Und in Vers 20, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Jesus Christus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn du herausgenommen bist aus dem Tagesgeschäft, dann nutze diese Zeit, dass du dir vom Heiligen Geist dienen lässt, denn er hat mehr für dich.